Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, es ist wieder Nacht. Ich bin noch fleißig am Holzfällen. Wie ihr seht, 33 von 82. Ich werde jetzt mal überall ein bisschen Feuer machen, damit wir ja auch Schutz haben. Den ganz großen haben wir noch nie angezündet. Boah. Haben also jede Menge Licht. Wie ihr seht. So, die kleineren scheinen alle noch zu brennen. Als Lagerfeuer, das können wir das anzünden nochmal? Ja, können wir. Nimmt aber nicht viel. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier was Neues in Richtung Bäume. Den da hinten haben wir noch nicht. So, dann würde ich sagen, kommt hier einer hin. Von denen. Sehr gut. Und wir haben wieder ein bisschen Licht. Stöckchen. Nochmal was. Nochmal ein Stöckchen. Bauen wir doch direkt hier noch einen davon hin. Und fällen uns einen nächsten Baum. Ich habe schon wieder das falsche Messer drin. Warum auch immer. Falsche Axt. Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn man drumherum rennt. Also ich glaube, es kostet immer dieselbe Anzahl Schläge. Aber ich weiß es nicht genau. Halt, fällt in die Richtung. Baum fällt! Kravum! Eins, zwei. Der eine ist aber ganz schön groß. Ich bin jetzt auch schon überlegen, ob ich ein paar Let's Plays einfach gar nicht mehr mit euch mache und einfach versuche, hier weiterzukommen. Aber wenn dann irgendwie was Krasses passiert, wäre ja auch blöd. Zum Beispiel ich sterbe. Und dann wäre es nämlich finito mit dem Spiel. Ja, nimm mal einen von denen mit. Falls wir gleich Hunger kriegen. Ja, genau. Falsche Teil wieder mal dabei. Wir müssen den nächsten Baum fällen. Oh, da hinten ganz viele. Ganz viele. Habt ihr mich entdeckt? Habt ihr mich entdeckt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6. Okay, war schon wieder voll wieder. Es sind auf jeden Fall was entfernt. Wir werden aber auf jeden Fall hier einen von denen jetzt hinbauen. Damit ich ein bisschen Licht habe. So, cold, wet, build a fire to get dry. Weiß nicht, ob das hier gerade jetzt klappt. Mit dem Feuer sehr wahrscheinlich nicht. Halten wir die mal besser im Auge. Sind schon wieder ein Fünfer-Trupp unterwegs. Hey, haut drauf.
Raum fällt. Okay, der rennt in mein Lager. Gefällt mir nicht. Bisschen Panzerung rein. Einer. Zwei. Ab zum Lager. Besser gesagt, gehen die am Lager dran vorbei. Wieso ist es hier so dunkel? Gefällt mir hier nicht. So, Feuer machen. Gehen direkt wieder aus, die Feuer. Voll seltsam. Sehr strange alles. So, du dürftest dich eigentlich hier nicht hintrauen, weil es hier brennt. Aber das ist dir egal. Ja. Keine Ahnung, warum. Okay, da hinten brennt einer, da brennt einer. Der klettert da hoch. Ja, brenn du ruhig mal weiter. Und kippst tot um. Können wir schlafen gegen uns. Ist dann der nächste Tag und alles sieht wieder besser aus. Low Energy. Müssen was zu essen machen. Was sehr wahrscheinlich nicht gehen wird, weil es am Regnen ist. Bisschen was draufwerfen. Wie viele Blätter haben wir eigentlich? 15 nur noch. Keine Ahnung, wie ich neue kriege. Ich kann es nicht draufwerfen. Warum? Weil es regnet, vermute ich. Es steht aber nicht bei. Ja, ich kann wieder kein Feuer machen. Vermutlich, weil es am Regnen ist. You're cold and wet. So, also kalt uns ist uns nicht mehr, wie es aussieht. Essen können wir leider aber auch nicht machen. Lässt er uns nicht. Verstehe, wer will. So, hier können wir jetzt Essen drauf machen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Scheint ein bisschen verbuggt, manche zu sein. Huh! Kommst du denn her? Geh weg! Schuh, schuh! Hinfort mit dir! Ja. Nu? Wo ist der Gummischuh? Kann ich das Teil endlich essen? Nein, kann ich immer noch nicht. Und ich komme nicht raus, das kannst du vergessen. So, gegessen, sehr gut. Und schlafen legen. Die sollen verschwinden. Verschwindibutz, haut ab! Ja, sie sind weg. Aber es ist immer noch nicht Tag. Also dieser Tag- und Nachtwechsel ist auch sehr seltsam. Ich frage mich, ob ich einfach Blätter kriege, wenn ich hier einfach sowas umdünge. Habe ich jetzt Blätter dazu bekommen? Nö, habe ich nicht. Wodurch kriege ich Blätter? Sechzehn, doch. Ich muss einfach nur hier so Sträucher umhauen. Ich verstehe. Ja, dann hauen wir doch mal. Dann ist es natürlich das Einfachste auf der Welt, Blätter zu kriegen. So, wir müssen eigentlich in die Richtung. Hier hinten haben wir noch Stein, Holzklötze. Einen noch und wir haben die Hälfte.
kann sich nur noch um Stunden handeln. Bin ja mal gespannt, wie das ist mit der Hütte. Aber eigentlich sollte uns da gar nichts mehr passieren. Ob man da auch richtig reingehen kann. So. Sind sie wahrscheinlich irgendwelche Klötze runtergerollt. Ist uns aber jetzt egal. Wir bauen einfach ein paar. Ah ne, da hinten sind welche. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, zu viele Stöcke. Macht nix. Oh, oh, ich hatte einer gesehen. Ah, es regnet schon wieder. So, über die Hälfte. Nicht schlecht, Herr Specht. Panzerung, wir könnten noch einen Lizard gebrauchen, um die Panzerung wieder voll zu kriegen. Was ist das denn? Da ist irgendwie einer zur Hälfte am Rumliegen. Bist du tot? Ja, du bist tot. Okay. Was halt auch ein bisschen blöd ist, dass wir sollen Feuer machen, ein Feuer finden, aber wir sind, den konnte man nicht hauen, ne? Ne, der kann man nicht hauen. Wir können das Feuer nur machen beim Offenen. Das regnet sowieso alle paar Sekunden. Lohnt sich also kaum. Scheint ja keine krasse Auswirkung zu haben. Noch nicht. Komm. Hau ihn um. Daumen fällt. So, in die Richtung. Okay. Kladditsch. Hey, nein, nicht den. Den da. Den und den hätte ich gerne. Was? Dring, dring, ich habe das Geräusch gehört. Die Sonne geht auf. Machen wir das nochmal im Schnelldurchlauf. Also ich würde sagen, nach dem Video werde ich versuchen, die Hütte fertig zu bauen, damit es dann mal wieder was interessanter wird. Weil jetzt passiert eigentlich immer genau dasselbe. Und dann werde ich im nächsten Video mit einer fertigen Hütte da hoffentlich stehen. Vielleicht baue ich auch direkt noch eine Festung drumherum. Mal schauen. Scheint ja nicht irgendwie auf Zeit zu gehen, bevor wir uns dann irgendwie auf den Weg machen irgendwo hin. Aber das ist ja jetzt... Hä? Ah, 48, okay, ich wollte gerade sagen, so stand das wieder auf 42. Und dann werden wir uns mal auf die Suche machen hier durch die Walachei, wo wir sehr wahrscheinlich auch mal ein bisschen schleichen müssen. Und dann einfach mal irgendwo versuchen, den zu finden, den, also, den Sohn. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Hacken wir mal den Baum ab. Baum fällt. Eins,
2. Da kräht schon wieder einer rum von denen. Machen so komische Geräusche. Die Hütte nimmt langsam an Struktur. So. Sehr schön, jetzt kommt das Dach. Können wir da schon reingehen? Ja, ich bin mitten im Berg drin, scheiße. Ja, das ist natürlich echt mies. Hätte ich ein bisschen anders bauen müssen. Da müssen sie auch noch ein bisschen was machen, dass das nicht mehr funktioniert, dass man da einfach im Berg das reinbaut. Da hinten rennen sie irgendwo hin. Ist irgendwas passiert. Interessiert uns aber reichlich wenig. Wir wollen einfach nur unsere Hütte fertig bauen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Break und beim nächsten Video ist die Hütte fertig und vielleicht sogar noch mehr. Mal schauen, wie weit ich das jetzt hier spielen werde. Bis demnächst, euer Chojin.